Das ist Clash Royale in seiner voller Blüte, Leute. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Mein Push auf Meister 1 geht vorwärts. Ich bin schon fast auf bei 4900. Hab gerade eine verdammt große Siegesserie. Guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wins in Reihenfolge. Das heißt, es kann jetzt nur noch schlechter werden, oder? Ich meine, wie oft habt ihr schon so einen Winning-Streak gehabt, der dann durch einen Losing-Streak entgegenkommt? Ja, okay. Und das kriegt ihr jetzt live auf Band, wie dieser Losing-Streak in Richtung wieder 4000 geht. Oder was auch immer. Die Truhen mache ich in einem Chess-Opening auf, von daher fragt er gar nicht erst nach. Ja, mein beliebtes Golem-Deck ohne Pumpe. Ja, läuft gut. Lass uns reinspringen und unsere Trophäen vernichten. Habe ich Bock drauf. Wir springen gegen Tu. Ich werde es ein bisschen ruhiger kommentieren als sonst, weil, wie gesagt, ich will diese Season echt mal ein bisschen weiterkommen. Ansonsten versuche ich ja immer zu trollen oder irgendwelche Spaßdecks zu spielen, die meine Trophäen senken. Aber diese Season will ich mithalten. Ich will gucken, wie weit ich komme. Und bisher setzt keiner was. Keiner was. Tutu, mach was. Tutu. Tu ist ein cooler Name. Tutu. Oh, Lavahund. Shit. Schlechtester Anfang ever, ehrlich gesagt, für mich. Weil ich bin jetzt gezwungen, meine Lufteinheiten auszusetzen. Und das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Und ich bitte, Bogenschützen hätte ich jetzt gebrauchen können. Zack. Lass meinen Dinger in Ruhe, bitte. Zack. So. Megalakaien. Komm mal, lass meinen Megalakaien bitte in Ruhe. Yes. Holzfäller, perfekt. Holzfäller perfekt. Laufe ich noch gegen den Grabstein. Den kriege ich jetzt nicht gekontert. Schade. Zack. Ah, Megalakaien stirbt leider. Okay. Aber ich habe nicht so viel kassiert und ich kann jetzt zum Golem rotieren. Doch, wir rotieren jetzt zum Golem. Zack, zack. Eine Boogie. Ach komm, die war noch nicht über die Brücke. Hex. Okay, ich bin dran. Ich müsste Elixiervorteil haben. Habe echt gut rausholen können. Ach, come on. Ja, diese schnelle Loons immer, ne? Zack, paar Ohrfeigen auf das ganze Ding und wir zappen noch. Ah, sehr schön. Sehr schön. Der hat jetzt 9 verbraten. Ich habe 5 plus Golem. Aber ich habe keinen Support für den Golem. Ich muss irgendwas aussetzen. Ich warte noch, was kommt, was reagiert er? Okay, war klar. Ah, Holzfäller auch noch. Wo kommst du das ganze Elixier her, Kollege? Hexte? Zack. Oh, sehr schön. Babydrache konzentriert sich erstmal auf die Kobolde. Ah, sehr schön. Der Push, der rollt. Zack. Ah, schade. Bogenschützen sterben. Aber ich kann zum zweiten Push ausrollen. Wird er in Loon setzen wieder? Ich glaube, der hat sehr viel ausgegeben. Müsste sehr viel ausgegeben haben. Zack. Aber ich bin hoffentlich bereit für einen Loon. Na, der rotiert. Okay, das wird jetzt der Abtausch sein, der alles entscheidet. Okay, der Loon ist ziemlich schnell, aber ich glaube, der sollte den Lavahund überholen. Auf jeden Fall. So, Megalakaien wird sowieso abgelenkt sein. Zack. Ah, der Loon schafft auch noch einen Treffer, wie immer. So, da setzen wir Kampfholz aus. Geh an den Turm dran, mein Guter. So, ich bin am Turm dran. Ich war am Turm dran. Verdammt. Schneller Riese, schneller Golem. Der wird wahrscheinlich Loon aussetzen. Zack, oder das da. Okay, wir kontern, wir setzen das da. Zack. Ach, hör auf. Ich wusste es. Minimal, ey. Der Golem war sowas von dran, aber nein, der war schon in Feuerballreichweite. Verdammt. Ja, so viel dazu. Ich bin aber noch nicht fertig. Oh, das wäre so drinne gewesen, das Match. Das wäre echt so drinne gewesen. Habe ich was gesagt? Ich werde ruhiger. Ich habe das ganze Match durchgelabert. Ne, das Match wäre so drinne gewesen. Eigentlich war das schon fast gewonnen, aber nein, minimaler Damage. Okay, der rotiert mit dem Eisgeist. Okay, wir warten nochmal drauf. Ich habe nichts. Setz mir Golem aus. Mal gucken. Er wird wahrscheinlich Hawk Rider spielen oder das da. Und ein paar Ohrfeigen. Na, klassische Geschichte. So. Zack. Okay.
Wir setzen hier mal Babydrache aus, um den Golem zu supporten. Der setzt noch das Ding da aus, okay. Er sollte aber schnell down gehen. Wir setzen den Feuerball. Es war ein ziemlich teurer Feuerball im Vergleich dazu, was er erwischt. Aber er hat noch den, hier, den Ritter erwischt. Und das ist gut. Guckt euch den Damage an. Babydrache unterschätzt. Einfach verdammt viel Schaden. Okay, ich weiß, dass er jetzt verdammt Mortar hat. Aber die eine Rotation haben wir sowieso schon fertig gemacht. Das heißt, die nächste Rotation kann ich abwarten. Okay, macht die Skelette noch kaputt. Finde ich auch gut. Zack. Setzt jetzt nochmal das raus, oder? Okay, erstmal nicht. Aber da wir wissen, was er aussetzt, und können wir auch kontern, ne? Zack. Okay. Das ist okay, Eigentlich hätte ich den Golem als Konter aussetzen sollen, aber ich rotiere gleich noch, damit ich den selber ausspielen kann. Oh, da kommt ja doch ganz schön viel Boogies. So. Der nächste Mortar kann er ruhig ausspielen. Mein Golem ist... What the fuck? Okay. Der kam ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Ich glaube, den kann er nicht supporten. Hoffe ich doch mal. Wo ist mein Sepp? Habe ich den Sepp schon verbraucht? Für was? Für was wohl bemerkt? Jetzt habe ich den. Okay. Wir rollen das Ganze mal. Kriegen die Skelette noch erwischt. Babydrache ist ein bisschen abgelenkt, aber nicht schlimm. Wir kriegen hier eine schöne Masse gerade am Sammeln. Das läuft, Setzen gleich noch die Elite-Bubs aus, allgemein, um den ganzen Druck aufzubauen. So. Zwei Elite-Bubs sind dran. Du musst noch den zweiten Turm holen, Kollege. Aber meine schöne 9er Siegeserie ist kaputt, wegen dem einen dummen Lava-Hund, ey. So, viel Spaß. Viel Spaß, kannst du eh nicht holen. Okay, aber ich habe meinen Rückstand wieder aufgeholt. Aber meine schöne Siegerserie. Ich hatte meinen Lava-Hund echt verdammter Lava-Hund. Minimale. Ich dachte, der Golem würde so viel schneller drankommen. Aber nein, Lava-Hund hat echt noch das Ding unter die Feuerballgrenze gebracht. Und das macht mich traurig. Aber wir kriegen unsere Kronentruhe. Und Mini-Bäcker, sehr schön. Oben drauf. Alright, wir pushen nochmal. Ich will vielleicht die 4900 knacken. Falls das klappt. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen hin und her gehen. Bis es endlich knackt. Bis endlich der Durchbruch kommt. Und vor allem außerhalb der Aufnahme. Das spielt man eh besser. Okay. Meine Starterhand sieht ganz okay aus. Er setzt schon mal Eisgeist. Wird wahrscheinlich Hawkrider sein. Kein Hawkrider. Okay. Kann ich mitleben. Wo ist mein Kampfholz? Ich und mein Holz. Holzi. Ist einfach weit und breit nicht da. Und das muss aufgefeigt werden. Zack. Okay. Alles rotiert. Alle haben ihre Karten gezeigt. Er hat ein Lockbait. Er sieht nach Zapbait aus, ne? Er wird Inferno haben. Das riecht schon danach. Und sehr, sehr, sehr viel Kleinvieh. Bisher aber kein Hawkrider. Üblicherweise haben diese Leute immer einen Hawkrider im Deck. Okay. Das hat jetzt erstmal nicht gefruchtet, ist egal. So, was machen wir? Wir splitten die Elite-Bubs. Wir splitten die mal. Zack. Bisher kann keiner Damage machen. Ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Golem geworden. Nur doppelte Elixierphase, außer es muss sein, wie Mortar-Decks oder sowas. Weil dieses Loch, was er hinterlässt mit 8 Elixier, das kriegst du meistens nicht geschlossen in der ersten Elixierphase. Kollege, hör auf zu spammen. Von dir habe ich ein Video gemacht. Von deiner Sorte habe ich ein Video gemacht, weil die ganze Zeit rumspammen. Du hast eine eigene Kategorie, sei stolz drauf. So, Prinzess, bitte mal weg. Wow. Okay. Wir setzen Golem relativ früh weit vorne. Setzen Megalakaien aus. Zack. Einer wird sowieso abgelenkt sein. Mit dem Golem. Okay. Da ist es. Leute. Wie bestellt. Hab's euch gesagt. Zack. Und wir zappen das Ganze. Holzen das Ganze. Princess down. Zack. Golem lebt noch. Der hat die Rakete. Das ist das einzig Böse, was jetzt meinen ganzen Push hier aufhält.
Schade, aber die Boogie sind noch dran. Boogie sind noch dran. Und Megalakai wird gleich noch tanken. Bisschen. Alright. Es ist super gefährlich. Was? Ich habe hier das Ding fast gerockt. Zack. Okay. Nicht schlimm. Super nicht schlimm ist ein schönes Wort. Weil ich habe hier Menge Vorteil, was das angeht. Ich muss nur noch Feuerballen. Mehrmals. Zack. Ein paar Mal. Einmal rotieren noch zum Feuerball und gut ist. Zack. Nochmal das da. Wir splitten nochmal die Boogies aus. Und zappen das Ganze vielleicht. Ne, wir warten noch. Sicher spielen, Leute. Viel Spaß mit deiner Rocket. Zappbait besiegt. Neuer Pokalrekord. Es rutscht wieder hoch. Oh, es fehlt mir echt nur noch ein Match für 4.900. Das ist schön. Vor allen Dingen habe ich noch mächtig viel Zeit für die ganze Season. Die Season läuft noch mehr als 2 Wochen. Okay. 4.900, Leute. Es ist soweit. Ich habe bisher keinen einzigen Level 13er gesehen. Finde ich auch okay. Aber das Match war gerade easy. Das war gerade echt easy. Das war eines der schwächsten Zap-Bait-Decks, die ich gespielt habe. Sonst haben die immer noch Hawkrider drin und dann ist das Deck immer ein bisschen komplizierter. Aber das ist schon wieder das Gleiche. Ist das schon wieder... Ah. So viel dazu. Okay. Schnelles Kampfholz gegen Kleinvieh. Jawohl. Predict on point, Leute. Kriegst du den noch kaputt? Nein? So, Babydrache, danke. Ich muss mal kurz den Sepp rotieren. Weil ich kann jetzt, glaube ich, den Golem aussetzen. Zack. Sehr schön. Das Predict-Kampfholz hat das Ding einfach gerettet. Ohne Shit. Es hat alles gerettet. Jetzt kann ich links den Golem aussetzen mit mega viel Elixier-Vorteil. Ich habe gesagt, ich bin super vorsichtig. Aber mal, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass man wirklich einen Vorteil hat, dann kann man es probieren. So, wir setzen das Ganze aus. Ist bisher ja nicht schlimm. Ich denke ein bisschen. Ist nicht schlimm. Zack. Nur der Sepp könnte mal endlich kommen. Blups. So. Alright. Hat eine Menge Damage verteilt, aber der Golem lebt einfach. Den Inferno aber nicht. Okay, auch das wird er. Ist egal. Zack. Ich bin noch zuversichtlich. Die 2 Golemites werden schon das Ding rocken. Ich habe jetzt viel Zeit. Blups. Und ich kann gleich hier den Golem aussetzen, während er seinen scheiß X-Bogen aussetzt. So, wir rotieren noch kurz die Karten. Zack. Und kein X-Bogen. Aber vielleicht doch was anderes. Zack. Okay, muss erstmal mit den Elitenbarbaren fertig werden. Viel Erfolg erstmal damit. Hat dich auch jetzt ein bisschen was gekostet, ne? Ein Feuerball noch dazu, obendrauf. So. Oh, der hat schon wieder Skelette. Der kann aber nicht noch rotiert haben, ne? Der kann noch nicht, ne. So früh kann er nicht. So. Ich bin dran, Baby. Zack. Feuerball für die ganze Suppe da. Ne, kein Feuerball. Golem, mach dein Ding. So, Skelette bestimmt. Yes, sir. Predict-Kampfholz schon wieder. Könnte aber ein Unentschieden werden, so wie es aussieht. Es ist schwierig, an diesen X-Bogen und Inferno durchzukommen. Ist natürlich schon eine heftige Defense, ne? Zack. Okay, diesmal vielleicht, nee, diesmal auch nicht. Ach, hör auf, X-Bogen, ey. X-Bogen, hör auf. Gibt's das? Oh! Yes, sir! Das ist Clash Royale in seiner voller Blüte, Leute. Oh, diese letzte Millisekunde, dieser Feuerball, der hier ankam. Und wahrscheinlich hat mein Mikrofon gerade alle Pegel gesprengt, die es gibt. Aua.
Aua, meine Hände sind rot geworden. Yes, Sir! Ich hab diesen Feuerball schon in... Ich hab den Tod ins Auge gesehen. Hab gedacht, nein, fuck, ich hab's verloren. Aber die Barbaren haben das Ding endlich schnell genug kaputt geschnitzelt. Yes! Meister 1! Das ist es, Leute! 4.900 Trophäen, Rekord geknackt. Oh, sehr schön. Und ich habe noch so viel Zeit, um zu pushen. Ich habe noch 2 Wochen. Also 5.000 werden es diesmal wirklich. Der einzige Nachteil ist, ich kann keine Spaßdecks spielen. Ich, wie gesagt, ich spiele gerne Spaßdecks. Das leidet, darunter leiden meine Trophäen, fallen immer wieder runter. Teste gerne was aus. Diesmal will ich es vermeiden. Ich will ein bisschen schwitzen, um einfach den Rekord zu pushen. Ja, und bisher sieht gut aus. Mit 4.900 haben wir mehr als genug Zeit. Sehr schönes Ding. Erst meinen Plan angeben. Meister 1. Auch wenn es jetzt nichts mehr krass Besonderes ist. Ich meine, so viele YouTuber sind schon Meister 1 geworden. Mit Maximum Level und was weiß ich nicht alles. Aber hey, ich bin Zweiter im Clan. Ich habe endlich mal diese Zielscheibe. Alles gut, bin zufrieden mit dem Status. Vor allen Dingen das letzte Match, Leute. Daumen hoch dafür für diesen ultra schönen Finisher, der da am Ende ablief. Hier auf die 2 Kasten rechts drücken. Dort findet ihr weitere Videos. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop. Siegeserie. Wie viele Matches sind das? 9 plus 3, das sind 12:1 Matches habe ich mit dem Deck gewonnen. Ich finde das Deck super. Aktuell finde ich das Deck super stark. Mag ich zu spielen. Gib mir Flosse. Flop.